Liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier vor dem Staatlichen Museum in Schwerin. An meiner Seite wieder Frau Marianne Wörle-Braun. Es ist die zweite Folge unserer kleinen Serie zu Schweriner Jazznacht, wo wir Ihnen die Orte vorstellen, wo die Schweriner Jazznacht stattfinden wird. Das Staatliche Museum ist auch mit dabei, Frau Wörle-Braun. Was ist der Hintergrund? Ja, die Schweriner Jazznacht hat sich ja mittlerweile zu einem Festival entwickelt mit einem Programm auch am Sonntag nach der Schweriner Jazznacht. Da habe ich einen Kontakt aufgenommen zum Staatlichen Museum, habe angefragt, ob man nicht eine Matinee machen kann im wunderschönen Audrey-Saal. Diese Kooperation ist zustande gekommen. Ich bin enorm glücklich darüber, fühle mich sehr privilegiert, mit der Jazznacht auch ins Staatliche Museum einziehen zu können. Und das, liebe Zuschauer, hinterfragen wir jetzt mal etwas näher. Folgen Sie uns einfach ins Staatliche Museum Schwerin. Liebe Zuschauer, wir sind jetzt im Allerheiligsten des Staatlichen Museums Schwerin und an meiner Seite mit dazugekommen ist Frau Dr. Pirko Christine Zinno. Sie ist die Direktorin des Staatlichen Museums Schwerin. Frau Dr. Zinno, eine Frage: Warum unterstützen Sie die Jazznacht? Die Schweriner Jazznacht ist eine feste Institution im Kulturleben der Stadt. Kunst und Musik gehen eine wunderbare Verbindung ein und von daher ist das Staatliche Museum Schwerin gerne dabei. Frau Wörle-Braun, was wird denn gespielt hier? Und zwar gibt es hier am Sonntag im Rahmen des Jazzfestivals eine Matinee. Ja, es gibt eine Matinee mit einem dänischen Trio, dem Kernestal-Knudsen-Trio. Kernestal-Knudsen ist auch Jazzpreisträger, dänischer Jazzpreisträger des Jahres 2019 und ich bin sehr glücklich, diese Band für diese Matinee gewinnen zu können. Es gibt einen Bezug zu Dänemark, denn auch dänische Künstler stellen hier im Museum zu diesem Zeitpunkt aus. Können Sie uns da den Hintergrund erläutern? Ab dem 20. März kann man hier die Ausstellung sehen, dänische Gästemalerei aus 3 Jahrhunderten. Und wir wollen Jazz aus Dänemark genau vor diese leuchtenden Bilder mit dem weiten Horizont, fliegenden Segeln setzen und erhoffen uns davon eine faszinierende Komposition. Das kann ich mir wunderbar vorstellen. Frau Wörle-Braun, nochmal die Frage, Jazz und Dänemark. Das hört man fast immer in Verbindung. Warum ist das so? Ja, also die Skandinavier, die sind unglaublich auf dem Vormarsch, was Jazz betrifft. Auch die Dänen, also Norwegen, Schweden auch. Schwedische Gäste haben wir auch zum Eröffnungskonzert. Der dänische Jazz passt eben auch zu dieser Ausstellung. Und Kernestal Knudsen wird auch Bezug zu dieser Ausstellung nehmen in seiner Musik. Und das wird sehr, sehr spannend. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Merken Sie sich den Termin vor des Jazzfestivals. Wir blenden unten nochmal die Kontaktdaten ein und auch die Internetadresse, wo Sie sich nochmal Informationen holen können. Und schalten Sie dann beim nächsten Mal wieder an, wenn es wieder geht um die Jazznacht Schwerin.